Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe einen kleinen Rossmann-Haul. Ja, und was ich da gekauft habe, möchte ich dir einmal zeigen. Womit fange ich an? Ich würde sagen, ich fange mit den Duschgelen an. Ich habe zwei Duschgele gekauft und zwar einmal von Axe und einmal von Nivea Men. Von Axe, das ist eine Limited Edition, sogar Flex. Ja, genau. Was steht denn da? Dripping, Oat Wood und Lux Vanilla Scents. Wird mein Sohn bestimmt feiern, weil irgendwie höre ich bei dem ständig Oat, 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 Oat. Und ja, Vanille vielleicht auch. Kann man dann stoppen? Ich hätte jetzt gesagt, das riecht wie Weichspüler. Also meine Nase ist eh heute sehr strapaziert worden. Ich durfte mal die ganzen Düfte von meinem Sohn testen, riechen, gucken, welches mir am besten gefällt. Und oh, da waren echt schwere Knaller dabei und die haben mir noch lange in der Nase gelegen. Und zum Teil habe ich echt gedacht, ich habe sie sogar am Körper irgendwo kleben. Ja, und zwar noch ging dann auch noch dieses Nivea Men Ocean. Fresh Ocean, auch da auch nochmal eben einmal mit hier einziehen. So, es ist nochmal eine Zahnpasta mitbekommen und zwar die Colgate Max White Sparkling Diamonds. 10-mal längerer frische Effekt. Ja, in Spearmint. Die durfte auch einmal mit. Socken habe ich mir auch mitgenommen, weil irgendwie Socken gehen auch immer. Ja, die fand ich schön. Das sind so Kurzschaftsocken, in gestreift. Einmal in rosa-weiß und einmal in so einem Mint-weiß. Ja, die fand ich schön. Wie gesagt, ja, zwei Paar. Das Bündchen finde ich jetzt auch nicht ganz so eng. Ich nehme ja am liebsten immer, gerade so im Sommer, bündchenlose Socken. Weil wenn dann mal die Beine anschwillen, wenn es so heiß ist, vom langen Stehen, Sitzen, wie auch immer. Dann tut das nicht so weh. Ja, ne, dann nehme ich eigentlich mal gerne welche ohne Bündchen. Aber dieses Bündchen ist jetzt auch nicht wirklich eng. Das ist schön. Und ja, daher durften die auch mit. So, ich habe auch nochmal Wattepads mitgenommen. Die Super Soft von Isana mit Aloe Vera und Panthenol. Okay, hier sind 60 Stück. Da habe ich jetzt einfach gegriffen. Ich habe da jetzt, es gibt ja so verschiedene, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aloe Vera und Panthenol, dass das so was auch in Wattepads ist. Ja, egal. Die durften auf jeden Fall mit, um Nägel zu lackieren, ja, zu lackieren, vor allem ablackieren oder wie auch immer. Zwischendurch brauche ich die einfach. Oder wenn ich Stangenglitzer, Pigment auf den Augen habe, dann nehme ich mir das auch gerne mal noch mal erst separat noch mit ab und schmeiße das dann weg, wie das, wenn ich dann das mit meinem wiederverwendbaren, wenn ich mich damit abschminke und das dann hinterher in die Wäsche geht, weil ich finde, so Pigmente, die gehören dann in den Müll und nicht in die Waschmaschine, ins Wasser. Jo, was habe ich denn hier noch? Wir waren ja eben noch bei Zähnen. Ich habe noch mal so einen Zungenreiniger auch noch mitgenommen. Blau. Genau, dann gibt es auch. Ich hatte letztes Mal irgendwann auch noch mal einen anderen mitgenommen. Dann gibt es auch keine Verwechslung, hat jeder seinen eigenen. Und hier ist dann noch mal einer in rosa. Dieser ist aber jetzt von One Drop Only. Der hat dann auch noch mal so Bürstchen dran. Die anderen, die haben ja keine. Diese von Procodent, genau so heißt es. Die haben ja kein bisschen. Die sind ja dann eher wie so ein Schaber, so Gummilippe haben die dann da dran. Genau. Genau. Dann habe ich mir mal so ein Hair Glossing kühles Blond mitgenommen. Das wollte ich mal einmal ausprobieren. Wenn ich mir dann erstmal meine Haare wieder färbe. Bei meiner Färbung war jetzt wohl so ein Conditioner mit dabei, der auch wirklich gut ist. Der auch ja, so diese kühlenden Pigmente mit ins Haar gibt. Aber wenn der dann mal aufgebraucht ist und ja, möchte ich dann mal einmal mit so einem Glossing das nochmal ausprobieren.
wie der so sich verhält. Das sollte jetzt bis zu 4 Haarwäschen halten. Also das, was mit in der Färbung drin war, hat sogar bis zu 2 Wochen gehalten. Genau. Das. Dann habe ich hier so eine Maske noch da mit reingeschmissen, habe ich schon mal eher irgendwann mal gekauft. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich das gezeigt habe, weil das ging bei uns nämlich aus dem Sortiment und hat jetzt 2 € irgendwie sowas um den Dreh gekostet. Also gut 50% günstiger wie der Regelpreis. Ja, durfte mit. Ich finde, das ist ja eigentlich ein ganz, auch vielleicht mal ein nettes Geschenk, so ne, Geburtstagsgeschenk irgendwie so zu mitgeben. Vielleicht ein nettes Ding. Ja. Für vielleicht Leute, die das so nicht kennen. Ich habe noch ein Parfüm mitgenommen. Und zwar von Larisée, das Metaphor. Gucken, hier ist gar keine Folie drum, sonst sind die immer noch mit in Folie eingepackt. Ja, so sieht der Flakon aus. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Ich habe schon mal eher so einen ähnlichen gehabt. Der war aber hier nicht so schwarz. Das, ja, da macht dieser schon mehr aus. Mal gucken. Ich hatte da wohl den Tester ausprobiert. Ich mache das mal hier aufs Papier. Ja. Ich hätte jetzt gerade gesagt, es riecht so ein bisschen nach den ganzen Parfüms, die ich heute bei meinem Sohn gerochen habe. Quietsch! Irgendwie was Würziges hat es auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, das muss ich morgen noch mal riechen. Ob mir das dann wirklich noch so zusagt, ansonsten geht das weiter. Ich habe, wie gesagt, ich habe das im Rossmann, habe ich das getestet und da fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, egal. Ich muss gucken. So, von Isana habe ich hier nochmal so eine 2-in-1 Creme Dusche Peeling Shea Baton Granatapfel. Ebenfalls mitgenommen. Ich habe ja noch so ein Creme Peeling, auch von Isana. Ist das auch von Isana? Ja, ist auch von Isana. In Verwendung. Und das fand ich nämlich auch schön. Das war mal so eine LE gewesen, glaube ich, so vom Trendturm. Und habe das jetzt hier da stehen sehen und habe gedacht, vielleicht ist das ja von der Konsistenz ähnlich und hat dann vielleicht auch denselben Effekt. Gerade jetzt so im Sommer, wenn das nicht ganz so ölig ist, finde ich das vielleicht auch gerade ein bisschen schöner. Ja, dann habe ich mir was zu trinken gekauft, weil ich hatte Durst. Ja, Prime Hydrating, ja, Eispop. Ich hatte mir 2 Flaschen gekauft. Die andere war Blueberry, irgendwie was, glaube ich. Die habe ich dann auch schon während der Fahrt nach Hause aufgetrunken. Die hat es dann bis nach hierhin geschafft. Ja, genau. So, und das Letzte, was ich mir gekauft habe, ich schneide mir meine Haare selber. So, und da habe ich das gesehen und habe gedacht, kannst ja mal ausprobieren, ob das was ist. Wenn nicht, dann schneidest du die Haare so, wie du sie dir immer schneidest, wenn das mal nichts ist. Aber ja, mal ausprobieren. Haare schneiden. Schnell und einfach. Das schnell und einfach ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss man da auch erstmal den Dreh für raus haben. Ja. Ich kann das ja mal einmal auspacken. Ich denke, dass man das so aufklappen kann und dann sich so die an den Haaren so runterkämmt. Jetzt sind da noch so Kabelbinder dran. Ich habe jetzt hier, glaube ich, keine Schere. Ich reiße das noch einfach so einmal da aus dem Papier. Vielleicht kann ich es ja gleich auch abziehen, wenn ich das Ding aufmache. Ja, ah, hier ist dann so eine Klammer. Na, so eine Klammer, die kann man dann aufmachen. Und dann kann man das. Ja, so aufklappen und dann sind dann hier so Zähne. Also ich kann mir vorstellen, dass man dann die Haare da so reinigt und dann gerade runterzieht. Ja, Mann. Für einen Pony vielleicht. Weil dieser ist nämlich gebogen. Das passt dann schon eher so für hinten oder ja. Ich probiere es einfach mal aus. Mal gucken.
das ist, ob ich damit zurechtkomme oder nicht. Sonst muss ich meine Haare wieder so ein bisschen machen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Also da habe ich auch keine Routine für. Also ich bin auch keine Friseurin. Ich mache das immer so, wie ich meine, dass es so für meine Haare am besten ist. So, dass es vielleicht auch gerade ist. Nicht zu viel. Ne, den letzten kriege ich nicht. So, ist auch egal. Sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.